kurz zum Weg. Wir fahren den direkten Weg über Bastam, Fallah, Ferrusabad. Vor Ferrusabad an der Abzweig Richtung Annar halten wir kurz an, checken die Lage. Weiterhin wird dann der Weg die Hauptstraße Richtung Westen verlaufen bis zum Abzweig Richtung Sake. Wir werden nochmal am Abzweig Richtung Sake einen Halt einlegen, dort nochmal die Lage prüfen und dann weiter Richtung Sake fahren. Von Sake aus müssten wir theoretisch schon Sichtkontakt zum Objective haben. Dort werden wir dann Feinde bekämpfen und weitersehen. Kurz noch zu den 343ern, Panzer 1, Kanal 1, Panzer 2, Kanal 2, Panzer 3, Kanal 3. Also 343er, Kanal 3, das heißt für uns, ja. Funken verstehen. Okay, können die ganz wieder rausgucken. Left, reverse. Reverse, reverse. Reverse. Ja, passt. David? Ich kann nicht funken. Ich bin War das gerade ein Schub durch den Berg oder fahren wir jetzt ein bisschen schneller? Ein bisschen schneller. Vielleicht hätten wir doch die Ungepanzerten nehmen sollen. Meinst du wegen der Geschwindigkeit oder? Ja. Oder ein Leo oder T90 fahren. Die sind glaube ich schneller. Was verhältst du von der Idee, nicht bei Sake reinzufahren, sondern bei Kakao schon und dann über den Hügel bei Sake? Da haben wir eine richtig geile Overwatch. Ja, haben wir allerdings einen bisschen längeren Weg. Dann hinterfährst du aber drunter, meinst du, südlich dann? Genau.
Ja, kann man auch machen. Kann man auf jeden Fall weiter gucken. Eben. Mal gucken, wo den Berg da hochkommt, wie schnell. Wird hier seine Zeit dauern, aber. Ja, aber Hauptsache nicht wie in Usbekistan da mit dem M113, der den Berg da rückwärts runterrutscht. Änderst du die Route auf der Karte an? Ja, mache ich dann, wenn wir vorne halten. Ja. Geht dann Gunner wieder in Fahrtrichtung ausrichten. IED versuchen links zu fahren. Ach so, das Auto. Oh ja. Ach du Schande. Vergaß, dass es da auch schon berghoch geht. Ja, das geht aber. Also der hat schon ordentlich Power. Nein, stopp. Stopp mal kurz. Ja, ich guck jetzt mal halt. Fast
Infanterie. Dann Panzer 2 und Panzer 3 auf hier vorne und bekämpfen. Jo, sehe ich ganz halt. Feuerfreigabe. Wenn stehen bleiben. Und Feind bekämpfen. Wahrscheinlich nicht mit Heat. Ja, feuerfrei. Auf 166 hinter dem Haus. MG selbstständig einsetzen, um Feind zu unterdrücken. Ja. SPG auf 153. Primärziel SPG auf 153. 148 Jeep, okay. Panzer 2 wurde getroffen. LTR ist rot. Haben wir ein MG? Panzer 2, checken Sie, ob Sie die linke Kette noch einsetzen kann. Glaube nicht. Ja, verstanden. Bau dann wieder hinter Panzer 1 diesmal einreihen. Panzer 1 langsam Richtung Kakao vorziehen. Panzer 3 reiht sich ein. Panzer 2 folgt. Oh, die hat's ganz schön übel mitgenommen. Deckung Richtung 1-2-0. Oh, sorry, falsche Taste. Positiv noch zivile Kontakte hier in der Stadt. Panzer 1, vorher weich ist ein Gebäude, rechts davon einordnen und Richtung 240 ausrichten. Wir daneben oder was? Wir daneben. Panzer 2 rechts von uns ausrichten, auch Richtung 240. Scheiße, sie haben genau Steine. Halt. Panzer 1 mal rechts um die Steine drum rumfahren und hinter den Steinen auf 240 ausrichten, dass wir dann in Reihe, in Linie Richtung 240 vorrücken können. Ja, schlecht, wir haben hier Bäume und Steine im Weg. Dann gleich ziehen. Panzer 2 ordnen Sie sich rechts von Panzer 3 ein. Gunni, siehst du auf 240 den Stein? Bestätigt. Von rechts davon vorbei, ziemlich nahe. Habt ihr irgendwie Handlingsprobleme oder? Geschwindigkeitsprobleme? B-Hin fährt konstant 4 km/h. Also er kann auch nicht schneller fahren wegen der Kette. B-Hin, kannst du schneller fahren? Jede Geschwindigkeit. Okay, er sieht echt nicht mehr gesund aus, aber okay, das kriegen wir schon hin. Panzer 1 wird links an der Steingruppe vorbeifahren, Panzer 3 rechts an der Steingruppe und Panzer 2, ihr haltet euch. Er fahrt erstmal so Richtung 250, dass ihr ungefähr 20 Meter Abstand zu uns habt.
Ja, verstanden. Okay, bin ich in die Richtung 250. 20 Meter Abstand halten zu den beiden. So, dann erstmal langsame Geschwindigkeit voraus. Panzer 3 gibt die Geschwindigkeit vor. David, dein Sicherungsbereich ist von 220 bis 250. Alles andere über den Panzer 1. Okay. Und hier auf den Berg hoch? Ja. Also. Panzer 1 meldet Aufklärungsbericht, womöglich noch SPG 9 ab am Zielort. Ja, wir fahren rechts drumrum. Panzer 1, fahren Sie rechts drumrum. BDK, sag mal deinem Gunner, der soll seinen Sicherungsbereich einhalten. Nein, ich fahre die Bäume nicht absichtlich. Bin ich auf 240 wieder ein Stein bis dort hin vorziehen und dann fahren wir auf 200 weiter. 220. Stimmt. Andere Fahrt sich rechts von uns. Lass mal Panzer 2 aufschließen. Stopp. Panzer 1, stopp. Feindlicher Heli gesichtet. Aber anscheinend nur ein Paradrop-Heli. Entfernung und Richtung. Entfernung kommt gleich. Einer 215 ausrichten. Wir werden weiter ranziehen. Wir haben ungefähr 500 Meter weiter südwestlich von uns einen weiteren Hang, der uns Deckung gibt. Bis dahin werden wir zu voller Geschwindigkeit vorziehen. Richtung? Einfach gerade weiter. Und Gas. Ausführung. Oh! Ui! Ja, nimm den Schwung mit. Und wir nehmen den nächsten noch, also nochmal Gas geben, weiter, weiter. Ja, ich fahr mit Turbo. Jetzt den Hang hier oder danach der? Den hier. Oder den danach. Der hier ist nur so ein halber. Ja. Ich glaube, dann hinter haben wir auch noch einen. Also die Kante hier nehmen. Ja. Und langsam. Negativ. Audiokontakt Heli bestätigt. Ungefähr 200. Okay, keine weiteren Kontakte. Alle Panzer ausrichten. 210. Folgen bis zur Hügelkante. Wieder hinter dem Hügel warten. Volle Geschwindigkeit. Geil aus, wie so drei Panzer so eine gewisse Staubwolke hätte sich herziehen. Ja. Also der kann nicht weit weg sein, der Heli, ich höre ihn immer noch. Mhm. Trotz des Motors.
dass du rechts von dieser Steilformation. Auf dem Hang gegen vor uns, wenn man so. Ah, Heli, Sichtkontakt. 200, genau. Also einmal Tab zum Einstellen. Jo, Treffer. Guter Schuss. Ich. Vergiss nicht. Bitte Bescheid sagen, wenn du Feuer drückst. Kontakte Richtung Süden am Hang vor den Steinen. Ja, nicht einsehbar, wir haben Felsen nochmal. Ich ein bisschen 260 ausrichten und Kontakte sichten. Keine Thermalkontakte. Stopp, nicht so weit. Jetzt müssen sie immer, die sind immer noch weiter. Kontakte ausgeschaltet. Ja. Wir werden weiter in Linie jetzt auf die zweite Hügelkette vorziehen. Entfernung ungefähr ein Klick. Festhalten. ID, oh mein Gott. Kopf einziehen. Wiederhol bitte. Naja, Panzer deckt die rechte Flanke. Hier, ne? Das müsste eigentlich. Stop. Ein bisschen ja. Rechts flanken. Einer 250 ausrichten. Panzer 2, ziehen Sie sich sofort zurück. Sofort zurückziehen. Panzer 1, wir haben. Möglicherweise SPG-Kontakt Richtung 200. Keine Sichtung, nur Schusskontakt. Lebt Panzer 2 noch? Ist hier nur eine Rauchwolke? Panzer 2 lebt noch. Panzer 2 Status. Gunner abdecken nach Sake. Panzer 2 soweit okay. Da stand ein LKW, wurde gesehen. Natürlich scheiße, dass die linke Flanke von denen so ein Eimer ist, die kannst du nicht weiter vorziehen. Ziehen Sie wieder 100 Meter vor und sobald Panzer 1 und 3 über den Hügel sind, kann sie nachziehen. Decken. Panzer 2 verstanden. Panzer 1 und Panzer 3 werden jetzt bis auf den Hügel vorziehen, der vor uns liegt ungefähr 50 Meter, dann Stellung mit Rauch decken und mögliche Feinde bekämpfen. Dann. Ausführen. Gunner nach 200 ausrichten. Thermalkontakte. Auch 231. Jo. Jo, Basis Sieben gesichtet. Antitanks haben Priorität. Alles andere dann nach eigenem Ermessen bekämpfen. Lager. Ja, aber da ist nichts drin. Guck mal 10 Meter vor. Ich nahe hier rein, damit das Lager leer ist. Von der Geschwindigkeit auf dem Schiff.
Berg runter ist noch was Tolles. Ja, aber jetzt wird es extrem bergauf. Und Panzer 1 hat einen Vorteil, weil den ist flacher. Wir werden ein bisschen länger brauchen, glaube ich, hier hoch. David, steig mal auf und schieb. Ah, geht aber 10 km, ist okay. Ich will nur kurz schieben. Dass sie noch einen zweiten Treffer in die linke Flanke vertragen haben, oder nicht? Wahnsinn. Hat er den wirklich getroffen, oder? Ja, definitiv getroffen. Ja. Ich hätte die Kontakte selbstständig ausschalten mit der entsprechenden Waffe. Ah. Schuss rechts! Kopf einziehen. Heilige Scheiße. Recht vor uns, Nordwest. 280. Ich kann den Turm nicht so tief. Dann noch 20 Meter vorziehen. Reicht? Muss Stopp sagen. Warte nur. Kennst du dich Kontakt? Rechts vor uns, muss irgendwas dickes sein. Ja. MG. Oh, ich aussteige, Sniper. Direkt rechts neben uns. Wir stehen noch ein bisschen doof hier. Heilige Scheiße! Wo sind die denn hin? Panzer 1 meldet keine Kontakte mehr, sind jetzt am Tower. Da unten sind sie. Direkt vor uns. Verstanden. Ja. Ich würde mal sagen, gute Arbeit. Wir werden uns jetzt auf die Straße Richtung Sake begeben und dann back to base. Wir sammeln uns alle auf der Straße Richtung Sake. Wo ist die überhaupt? Östlich, ja. Nordöstlich. Hab ich gerade irgendwas platt gefahren oder hat er was geschossen? Panzer halt. Wir haben immer noch Feinde. Zurück auf den Hügel fahren. Immer wenn ich den Kopf rausstecke, fängt es an zu schießen. Ja, ich sehe eine Quarter, aber da sitzt keiner dran. Und stopp. Keine Ahnung, immer wenn ich den Kopf rausgestreckt habe, habe ich 20 mm Mumpeln gefressen. Fahren wir gestaffelte Kolonne, das heißt Panzer 1 fährt linke Straßenseite, Panzer 3 rechte Straßenseite und Panzer 2 als letztes Fahrzeug in der linken Straßenseite. Sollten wir auf Feinde stoßen, bricht Panzer 1 sofern möglich nach links aus, Panzer 3 nach rechts und Panzer 2 übernimmt die Mitte. Wir haben Panzer 3 am Schloss erreicht. Gunner ausrichten, 280, Fahrer halt. 280, David. 280, schnell! Komm, Feuer frei. Der macht mir Angst. Feindlicher Helikopter direkt über Panzer 3. Wiederhole, feindlicher Helikopter direkt über Panzer 3. Gunner. Ja. Helikopter ausgeschaltet. Fahrer weiter auf die Straße. An der Straße, keine Sicht von Panzer 2 oder Panzer 1, wo seid ihr? Wir sind auf der Straße, haben hier gerade Kontakte aus 035. Wir waren langsam weiter vor, Gunner auf 320.
Aufpassen. Verstanden, rücken Sie langsam bis zur Kreuzung in Sarke vor, dort treffen wir uns. Ja, verstanden. AP laden. Ui! Kontakt zu einem feindlichen T-34 kommt in Ihre Richtung. Lade. Fahrer ja, 20 Meter vorziehen. Fahrer auf eigene Zielt auf uns. Weiter angreifen, weiter angreifen. Turmdefekt, glaube ich. Noch einmal schießen und dann auf HE wechseln. Jo, okay. Nächster Schuss. Weitere Kontakt 132. Wir schießen auf den anderen Panzer unten auf. Kann er ausrichten, 080. Oben auf dem Hügel, genau da. Weiter ein Auge drauf halten. Ein bisschen vor, dass wir in Hörreichweite von dem anderen sind. BDK? Müssen wir gleich David wieder in Fahrtrichtung ausrichten. Sobald jetzt links hier die Lücke kommt, müsste es eigentlich schon gut kriegen. Bin ich langsam, dass die anderen erstmal rankommen. Was soll das denn? Wieso fahrt ihr dann außenrum? Falsche Straße, wir sehen natürlich. Ja, aber so falsch kann man die Straße doch nicht sehen. Das sind 2 Kilometer Unterschied oder so. Panzer 3 hört. B1 an der Kreuz. Ist der Panzer dran, ja, ne? Ja, keine Markierung B1 und sind jetzt in Sarg und wir haben gesprochen. Da sind sie. Oh, von! T34 voraus, Fahrer halt! Ich bin getroffen, scheiße. Ach nee, Schoko Kalei ist raus. Ich glaube, links ist noch einer, zwischen den Bäumen. TDK gleich ziehen und mit Feind bekämpfen. Jo, da ist. Kommt nochmal ein Turm. Ja, es sind zwei, da ist links gerade ein Baum umgefallen. Haben. Den linken haben wir mal. Ja, ich repariere dich gleich. Der auf der Straße, der geht noch. Ist mit HE oder AP? AP. HE laden. Ist defekt, also schon. Ich denke, der lebt noch. Ja, ich HE laden. Ab, im Wald verschwunden. HE laden. Ich bin gerade. Ich fahr mal 5 Meter nach links. Hm, der ist ein Hügel dazwischen. Bitte geht mal die Straße weiter vor, wir fahren durch den Wald. Ja, verstanden. Okay. Achtung, wir kommen euch jetzt entgegen. Da ist er, ja, ich seh Tom. Ich seh uns. Ja, okay, komm, wir sollen wieder mit HE laden. Nee, AP meine ich. Alter, ja, zerstört. Ne, oh, Abrahams, boah. Ja. Jetzt hätte ich gerade hier unten abgenäht. Ne, ne, wieder zur Straße, ne? Ja, auf die Straße fahren. Falsch, stopp, 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 stopp. Was Infanterie. Ist? Granate, irgendwas hat er geworfen. Ja, ist ausgeschaltet. Oh oh, das war glaube IED, oder? War mal eine heftige. Warte, bis ihr aufgeschlossen habt. Panzer 3 Kommando braucht noch kurz medizinische Versorgung und schließt auf.
Das leichte Schmerzen gibt immer noch hin. Jo, fertig. Danke. Juno, hier sind heute echt Panzer unterwegs. Einsatzbereit, schließ auf. Jo, sag, wenn es wieder weitergeht. Bitte wiederholen. Fahrt los, wir fahren zurück zur Basis. Wieder bergab, ich muss wieder bremsen. Fahren wir morgen noch. Panzer bei uns, BMP. Rechts, 30 Grad rechts. Das ist ein Haus. Wirklich. Ja, bis ans Haus waren. Aber Platz für Panzer 2 machen. Ja, Panzer Gunner auch nicht. Wir kämpfen. Bleib stehen. Warst du schon? Jo, den hat mir im ersten Schuss zerlegt.
Kontakte im Norden, hart Ziele. Panzer 3, Panzer 2 links vorbeiziehen. Panzer 3. Danke, ja. Kannst du was sehen, Alter? Nee, David? Negativ. Bring ihn mal zurück auf die Straße fahren. Panzer 2 mit Panzer 3 gleichziehen. Panzer 1 nimmt diesmal die Mitte. Es sind drei Panzer auf dem Berg, 336 von uns aus. Panzer 2 gleichziehen. Ja, ich erreiche gerade meinen Kontaktmann und nicht den Fahrer. Panzer 3 ist fertig. Panzer 1 auch. Okay, dann Feuer. Ich glaube, wir haben zweimal den gleichen getötet. Nee, der war schon richtig. Ziel Panzer 3 ausgeschaltet. Auf 336 ist noch einer. Seht ihr den? Genau den. Hoffe, ich sehe ihn bloß dort. Definitiv ausgeschaltet. Ja, das ist explodiert, ich sehe es. Gleiche Formation oder jetzt Panzer 3 wieder, 2 wieder? Ja, fahr einfach vor. Wir müssen schon das machen. Vorfahren. Fahrzeuge werden einfach nur am Eingang rechts abgestellt. Panzer 1 entsprechend bei Vorfahrt und einen Platz haben. Die Base Crew kümmert sich dann um die Aufmunitionierung und das Parken. Ach, die war schon kaputt. Oh, da steht ein Auto. Stimmt, vielleicht noch nicht da. Schon wieder der General. Ein bisschen Platz rechts lassen, Günni. Rechts? Reicht doch. Ja, okay. Hoch. Fast auf die Mauer geglitscht. Ich bin auf der richtigen Seite. Soll ich dir, soll ich dir ein Loch in die Wand? Ach, dann bist du schon. Ja, in weiser Voraussicht habe ich mich gleich so weit weggestellt. Ja, ja, ist klar. War so ein Zwischenstadium zwischen über der Mauer ja. Und am Panzer. Was springt dir auch so da raus? Ich hoffe nur eine Mauer. Da kann ich auch langsam aussteigen. Klick, klick, wer raucht da? Hä? Wurde schon Raucherlaubnis erteilt? Ich würde ja gerne, aber mein Feuerzeug funktioniert nicht. Man hat's gehört. Na, hat ja dann doch noch geklappt, auch ohne Sniper. Sniper sind einfach nur nutzlos. Genau. Einfach nur nutzlos, störend und belästigend.
Vor allem, wenn sie einen ständig anfunken, ne? Eben, deswegen ja. Deswegen ja belästigend. Ja, war doch mal eine bunte Mischung, wenn ich mal so in die Runde gucke. Ein Pilot, ein Medic. Fehlt eigentlich nur ein Sniper. Aber den hat man am Anfang auch, die ist noch raus. Hat auch ganz gut geklappt mit dem Panzer, bis auf das.